Yo, yo, yo. Ich meine, ho, ho, ho. Ich meine, yo, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir diese komische Ruine in dieser Splitterdimension betreten. Ne, in der letzten Folge haben wir schon die Splitterdimension betreten erst. So, Epsilon-Ruin, genau. Und wir sind jetzt in der blauen Passage, wo irgendwie ein Sicherheitssystem namens Odin so ein Ding namens Tor beschützt. Und ja. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Gehen wir mal rein. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und da konnte ich irgendwo reingehen, okay. Ach, ich kann ja gar nicht rein. Ups. Voll schnell gewechselt hier. Nein. Wir noch in Weihnachtsstimmung natürlich. Wir müssen den 23. haben. Aber wer weiß. Egal. Komm mal her. Na? Hutu, Huta, Huta, Huta. Frohe Weihnachten! Sehr schön. Sehr schön. So. Okay, hier können wir rein. Zelle 2. Okay, Zelle, das klingt nach Sackgasse, ist gut. Ein Granat. Okay. Okay, hier können ruhig ein paar Dinger drin sein. Ein Rubin. Und Opal. Warum kann ich hier drunter gucken? Egal. Mann, ihr seid merkwürdig. Warte mal, da konnte ich Augen grünen. Etwas nervös hier. Blühfrucht, was? 15 Stück. Haben wir so viele bekommen? Nee. Ich habe schon ein paar, kann das sein? Okay, ich gehe wieder. Wupp. Abgelehnt, na? Weil dieses Gebiet wird es, glaube ich, nicht in Dingens geben, in der normalen Dimension. Das würde ja irgendwie gar keinen Sinn machen. Oder? Wer weiß, werden wir ja sehen. Also sowieso noch mal hier bis durch die. Na, komm mal her. Jetzt mache ich dich platt und du hast es jetzt davon. Mein Gott, sind die riesig. Jetzt haben wir gerade Elbe nicht dabei. Leck mich. Ja. Irgendwann muss er aus der Abwehr rauskommen. Das ist schon ein bisschen mies von dir. So ganz nebenbei. Fuck. Ach, da war er gleich angefleckt mich. Kein Wunder. Da geht das unfair, wenn ihr die ganze Zeit blockt. Weil wenn man da gar nichts gegen machen kann. Hallo, ist gut. So. Sack. Ja, ich erstech dich. Was hast du jetzt davon? Hä? Ho, ho, ho. Muss mal gucken, ob du auch auf meiner Liste der anständigen Kinder bist. Was haben wir hier? Bestien Dung. Ach. Sieht doch alles irgendwie merkwürdig aus. Was habt ihr eigentlich? Komm ich da auf der Seite hin? Hey! Was zum Teufel? Boah, jetzt fängen die auch noch damit an, ey. Warte, wer setzt das denn ein? Die wollten, ich wollte schon sagen. Weil irgendwie so auf die gezielt war. So, jetzt seid ihr dran.
Verstehe nicht, Revolver, hallo? Sind irgendwie aus dem... Alle am Boden. Sehr schön. Das ist aber sehr merkwürdig. Was? Oh, du hast halt verschluckt. Wer hat das gerade eingesetzt? Wo kommen diese Angriffe? Mal her. Objektzuwachs, sehr schön. Wenn ich schon genug Objekte manchmal haben. Ist das ein kind of Monster? Es sieht anders aus als die anderen. Ich weiß nicht. Should we fight it? Sehen wir etwa so aus? Natürlich kämpfen wir, hallo? Was? Na toll, meine Waffe bringt gar nichts gegen das. Au! Viech! Was? Warte, lass mein Dings mal machen. Ich kann keine. Na gut, dann mache ich ihm das hier, na? Deckst du deine Abwehr? Bringt was? Da wäre schon eher was vom Boss, ne? Fuck! Jetzt sogar noch was gebracht. Verdammt. Ich kann meine Waffen bringen, nichts gegen das Viech. Wie es ist. Sigma oder was? Mein Gott, geht mir ein Viech auf den Nerven. So, jetzt bist du dran. Nur so nebenbei. Das Hintergrundinfo. Der wehrt alles ab. Ah! Karambolage. Und nochmal irgendwas. Mein Gott, das zieht da gar nichts ab. Ist jetzt schon ausgerüstet, gar nichts. Was? Super. Es ging alles immun. Leck mich. Was hat denn? Mach ich wieder den hier. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Na? Fuck, falscher Angriff. Sehr gut. Also irgendwie nicht gemacht. Energieeinheit. Sehr schön. Dann hat's gemacht, glaube ich. Well, the monster dropped this. If only we knew what to do with it. Notgeil Verwandlungskünstler. Sehr gut, und meine Katze ist zurückgekehrt. Let's keep it up. Buntglasfragment. Okay. Kann ich irgendwo noch ein Dingens finden? Oh, hier. Sehr gut. Kann ich hier weiter? Komme ich da hin? Okay, da ist irgendwo eine Dingens. Glaube ich. Energieeinheit. Kann ich irgendwie von da aus dahin? Sieht irgendwie auf den ersten Blick nicht so aus. Aber naja. Hier vielleicht irgendwann. Nö, okay. Ist ja gut. Ach hier, ne? Nom nom nom. Gerät wurde gestartet. Das bedeutet. Im zweiten Osttor. Ich komme ich da hinten noch mal hin. Ist da irgendwann noch mal hin, hallo? So you say, but we sure aren't going back. Mein Gott, der sieht sogar aus wie ein Odin. Der nordische Gott des Krieges. Was? Mein Gott, ich dachte jetzt, als ich das aufgehoben habe, ist das Viech hinter mir erschienen. Ich habe ja voll Paranoia an diesem Ort. Ich denke die ganze Zeit, irgendwann kommt was von irgendwo her und macht irgendwas komisches mit mir. Oh.
Während ich nicht hingucke, eintreten, jo. Na, wenigstens kriegen wir ja ein paar gute Sachen. Hey, da hinten ist was, da will ich hin. Und da auch. Auch wenn da wahrscheinlich noch Mist drin ist, so wie in diesen Dingern. Hallo? Der erinnert mich irgendwie so an was, ich weiß noch nicht an was, diese Räume. Lass mich da rein, danke. Ist auch schon wieder nix. Was soll das? Was? Okay. Geh weg, geh weg. Das macht mir Angst. Hör auf damit. Verdammt! Wie kannst du es wagen? Oh nee, darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier gegen die zu kämpfen, die versuchen hier die ganze Zeit abzuwehren, ey. Und ich kann gar nichts machen, das ist voll nervig. Fassen wir zusammen, Gegner, die nur abwehren, sind nervig. So, deswegen habe ich das jetzt hier alles gemacht, für gar nichts. Cool. Dann. Oh, das ist ein Loch, Gott sei Dank. Dann verschwinden die wahrscheinlich, wenn ich da rauskomme. Sehr schön. Seltenes Metall. Sehr schön. Goldstaub. Sehr schön. Wenn er nur viel wert wäre, dann würde ich halt dauernd verkaufen. Okay, jetzt hat Viech da hinten. So. Zurück dann. Hier kommt wieder diese Musik. Jetzt gehe ich wieder rein. Kommt direkt wieder die Musik. Das ist ein Speicherpunkt, okay. Ah! So, ich weiß jetzt übrigens. Oh nee. So, komm mal her. Komm mal her. Bams. Sehr schön. So muss das. Freck. Leck mich. Ja, ich bin irgendwie blöd. Ich habe noch verschiedene Waffen, ja. Auf und strahlender Stecher, der Stecher. Ich habe keine TP, leck mich. Hey, ich fällt gerade auf, ich sollte vielleicht mal wieder ein paar Rezepte reinschmeißen. Stimmt, ich habe ja keine mehr. Dann gehen wir mehr Element 1. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Ist gut. Von da kam ich, okay. Da sind Beutegegenstände. Speichern wollen wir jetzt noch nicht. Hoffentlich. Weil ich bin nur an diesen einen Ort gekommen, wo wir vorhin nicht hinkamen. Feinstes Fell. Okay. Immer so verwirrt, wenn da steht aktuell im Besitz, bedeutet das, nachdem wir aufgenommen haben, man war jetzt im Besitz oder davor. Aber anscheinend danach. So, perfekt. Das sind die beiden Dinger, die ich gesehen habe. Fliegenkönigin. Und schöne Insektenflügel. Schon merkwürdig der Ort hier. Passt irgendwie gar nicht in dem Spiel. Nein! Deswegen kommen wir auch ganz schnell auf dich zu. Und wenn du Fax machst, dann hauen wir dich kaputt. So ganz nebenbei. Oder du uns. Kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, ich weiß, wie wir jetzt dahin kommen. Von hier aus irgendwie, ne? Kommen wir irgendwie so dahin, oder? Das wäre perfekt. Ja, vielleicht kommen wir so dahin. Dann brauche ich auch keine Gedanken mehr machen um dieses eine Gebiet. Uah, geh weg.
Oh Gott. Einsacken, weggehen. Einsacken, weggehen. Es ist halt immer wirklich wert, wie ein Blöder durch die Gegend zu rennen und diese ganzen Gegenstände zu sammeln. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich so 3-4 Löcher verpasst. Apropos, hier ist eins. Und jetzt nächstes Mal drinne. Oh. Was soll das denn? Verfliegt die weihnachtliche Stimmung noch wieder prompt. Oh, und da ist nix. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe, geh weg. Nein! Ich meine ja, blau, Hinterhalt, das ist gut. Blau nicht. Ah, yeah! Ach, da sind wir schon. Wie Feuer, das waren Blitze. Elektrizität, davor war das vor der Angst hast, L. So. Zack! Zack. 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 Kein Zack mehr. Ah. Sehr schön. Oh ja. Mein Gott, jetzt kriegen wir 30 Elemente Erz. Sehr gut. Warte mal hier. Riesenfischflosse, okay. Wie sieht's denn jetzt aus mit Mila? Immer noch nicht so gut. Verdammt. Warum dauert das so lange? Muss ich dir wieder irgendwas hier einflößen? Wir sind nicht hier. Verdammt. Jetzt weiß ich nicht, was da auf der anderen Seite ist. Heißt, ich kann irgendwann nochmal zurückrennen. Leck mich. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Weil da war Speicherpunkt, da war schon auffällig. Da kann ich nicht hin. Oh nee. Warte mal. Er kriegt gleich was aufs Maul. Und zwar genau jetzt. Wie, du bist nicht in Weihnachtsstimmung? Ich glaube, Spinne. Wieder Block dagegen. Ja, ne, damit kann ich Abwehr durchbrechen, Idiot. So, wollte schon sagen. Boah, wie viel Element Erz jetzt. Aber trotzdem lernt keiner was. Was soll das denn? Was ist denn das, du kleiner Drecksack? Ganz Hühner. Wow, 80% mehr Erfahrungspunkte. Können wir einsetzen. Gemüseset, ja. Wie wär's mit Gemüsesticks? Na. Aber jetzt, wo wir schon hier so Bemerkungen gemacht haben, von wegen, oh, meine Füße tun weh, da haben wir schon so hart geführt, weil wir ja richtig sind. Verdammt. Wo können wir uns hier die ganze Zeit so porten? Da wäre auch gut, eigentlich. Da muss auch irgendwie so ein Viech sein. Leck mich, ich habe gerade meine Verwandlung hier gemacht. Wie Hinterhalt. Komm mit zwei von denen, oder was? Ja, hab ich mir schon gedacht. Und die Viecher gehen mir auf den Nerven jetzt schon. Ja, super. Nein, gegen die Viecher, ne? Das ist ja richtig nervig zu kämpfen. Dort eine gemacht, Mann. Guck euch das an. Irgendjemand, was, wo wir die debuffen können, die Typen. Aber guck euch das an, was ist das denn? Wie level bist du? 52.
Und wenn es sonst nichts ist. Ja, wir ziehen gar nichts ab. Außer wenn wir hier das machen. Oh Mann. Wieder greift mich an. Fuck. Nein. Aua. Boah, sind die nervig. Jesus, bringt das was. Ich glaube, so das wird es auch nicht so bringen. Ja, ne? Können wir mal so versuchen. Ja, das sieht schon mal ab. Ho, ho, ho! Da lebt immer noch. Verdammt! Leck mich! Nack! Nein, nicht angreifen! Ja, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Mams. Okay. Zukünftiger Großmeister. Zukünftiger Großmeister. Es hat hier alle Arts schon gelernt? Was? Warte mal. Wo steht dann normales? Hier, nee. Hier. Okay, sie hat schon alle Fertigkeiten, glaube ich, gelernt. Kann doch gar nicht. Hier sind doch noch welche. Da fuck. Ja, wir haben eine Einheit bekommen. Hier sind auch noch Gebiete, wo wir nicht hin können. Lass mich raten. Ich habe irgendwo einen verpasst, ne? Ach, da sind die Aufseher, die sind alle miteinander verbunden, oder wie? Kann ich ja zum ersten Stock wieder zurück, oder was? Dann lass mich nochmal zurück. Muss ich da irgendwo auch noch so ein Viech kaputt hauen? So wie ich das mitbekommen habe. Da, beim Speicherpunkt. Fuck! Was mach ich denn hier? So, ich kann nicht fertig machen. Bams. Sehr gut. Ja, ich kämpfe oft mit Schwertern. Warum nicht? Ja, jetzt, wo ich darüber nachdenke, Bams, Bams, Bams. Oder auch nicht. Muss ja auch ein bisschen auf die Partner achten. Na verdammt. Ich tue gar nichts. Du machst halt mit Freuden. Und schön. Ich brauche wieder ganz viele Dingens hier, wie heißt das? Ich brauche wieder ganz viele Verwandlungsdinger. Wenn ich gegen das nächste Viech hier kaputt. Nämlich das nächste Viech kaputt hauen kann. So, sehr schön. Heimat des Affenkönigs. Hey, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Jetzt hier wieder was. So, da ist ein Speicher. Den können wir mal benutzen. Danach können wir mal. Habe ich hier noch nicht. Ich habe doch hier schon geguckt. Hier muss irgendwo so ein Viech sein. Ja, wo? Ja, wo, frage ich euch. Meine kleine Puppen. Halt. If you proceed any farther, you will be destroyed. That's not something you want to hear every day.
Muss. Achso, da. Da ist eine Truhe, das heißt, da war ich schon. Da waren auch überall Dinger. Zum Teufel war ich denn noch nicht. Muss ja irgendwo so ein Dingen sein. Ich bin da hingegangen, ne? Guck mal, überall wo keine waren. War ich auch schon, was? Da oben, da muss er jetzt sein. Da muss der jetzt sein. Oder auch nicht. Muss er hinterm Speicherpunkt sein eigentlich. Was wäre denn passiert, wenn ich da das Ding eingesetzt hätte? Was soll hier eigentlich sein? Geht doch gar nicht. Verarschst du mich? Hier sind die Thronen da oben. Boah, das Layout, das macht mich fertig. Okay, hier ist das Viech nicht. Dann nehmen wir den Aufzug wieder nach oben. Und gucken da weiter. Wir können ja jederzeit da zum Aufzug zurück, so wie ich das mitbekommen habe. Geh weg. Und du auch. Na, dahin. Wenn nicht so viele Monster rumlaufen würden, die mich die ganze Zeit nervös machen. Nein! Sehr schön. Westtor. Dritt Osttor, was? Ach, von dritten Osttor kam ich, oder was? Nee, wo ist der dritte Osttor jetzt? Was? War ich ja schon? Wo bin ich hier hingegangen, ne? Was? Wo bin ich? Warte mal, hier ist der Anfang. Müssen wir zum dritten Osttor. Glaube ich. Okay. Da bin ich hier nochmal einmal reingespickt und dann wieder gegangen. Ach ja, da ging er ja durch die Dingens, ne? Ging hier weiter. Da bin ich nicht weitergegangen. Da unten komme ich nicht hin. Oh meine Güte. Das wäre jetzt schon der Part für Mittwoch, verdammt. Nichts Weihnachtliches ist geschehen. Ah! Mann! So, ich muss schon wieder ein bisschen Dinger sparen für den nächsten Typen, der wahrscheinlich kommen wird. Au, wat? Wat? Ich habe schon wieder keine TP. Nein. Macht ihr mal platt, Mädels. Nicht am Boden rumliegen. Das braucht ihr doch jetzt noch nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Gut, die ganze Zeit gebunden. Sehr schön. Warum legt sie denn jetzt auf einmal los mit dem Binden? Boah. Let's finish this. Sehr schön. So, wie war's mit noch mehr Elementerz? Erfahrungsding kann ich irgendwie auskennen oder so benutzen, habe ich so das Gefühl. Da kam ich, ja. Ich habe wirklich, irgendwann kommt Speicherpunkt nochmal. Aber ich habe nicht so das Gefühl. Na, reingefallen. Joink! Wie sieht's denn hier so jetzt aus? Ja, es wird langsam, was? Mit Milam. Langsam mag sie mich, glaube ich. Keine Ahnung. Da weiß ich schon lange nicht mehr.
Das heißt ja schon lange nicht mehr. Ich habe es noch nie gewusst. Truhe? Da. Ich muss schon sagen, irgendwas muss. Lass mich da rein. Ludger. Was zum Teufel? Ho, ho, ho. Meine Güte. Was? Okay. That just happened. Ja, dann sind wir gleich da, in dem Raum, genau. Wie wir am Anfang gesehen haben. Mein Gott, mein Plopschutz. Er juckt mir voll in die Nase. Wieso bin ich mit meiner Nase nah an meinem Plopschutz? Was stimmt nicht mit mir? 1500 Gold. Zum Glück kriegen wir Gold. Wir müssen auch noch 100.000 zurückzahlen. Da finde ich mal richtig knorke. So, was haben wir jetzt hier gewonnen? Lumizid. Hast du das Gefühl, Zeugs als richtig viel wert? Purizid. Wenn wir halt verkaufen würden, Clarizid. Ich hatte doch nie im Leben schon diese Dinger irgendwie in meinem Inventar drin, oder? What? What? Wasser? Nein! Komm schon, die kriege ich noch. Wo bist du? Warte, tschüss. Oh, Big Summer Evo. Yes! Ha. Ich hoffe, ich bin ja nicht richtig. Noch mehr so Clarizid und also was? Schicksalsroute. Okay. Waisenmesser. Okay, was für geile Sachen bekommen wir denn hier? Zweifachschneide. Wehe, die bringen es nicht. Hanuman-Stab. So. Ja. Okay, die muss ich ja irgendwann wieder abgeben, glaube ich, die Abhinschneide. Oh, die ist das. Sehr gut. Oh, der ist nicht so gut. Okay. Aber die ist gut. Mein Gott, ich habe mein Geld aus dem Fenster geworfen. Sehr gut, dann hat sich ja schon mal gelohnt. Ich glaube, die Dinger zu finden war jetzt auch nicht so üblich. War jetzt auch nicht so gedacht, habe ich so das Gefühl. Die waren irgendwie so leicht gedacht, dass man die übersehen sollte, oder was? Oder? Wie gesagt, ja, sonst... Dann fühle ich mich nämlich besonders. Ich kann mich sogar hier teleportieren. Leck mich. Ich weiß mal nachgucken einfach. Aber das geht natürlich. Und jetzt... Nein, nicht mit Salto da reinspringen. Das war neue Waffen, aber... Boah, müssen wir jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Die machen wir... Tun wir nächstes Mal ausprobieren, ja, okay. Ich will jetzt gerne zum Speicherpunkt gehen und da speichern und dann beenden. Ich habe jetzt zwar mehr Zeit zum Aufnehmen, aber das heißt dann nicht, dass ich jetzt wie ein Blöder hier so viele Parts aufnehmen soll. Wo muss ich lang? Da lang. Verdammt. Ich stelle mir so vor, wie er eben so im Salto die Karte so ausfaltet. So, wo muss ich hin? Ah. Nee, war da nix? Ich wollte schon sagen. Okay. Mein Gott, das Bild da oben. Nein, auf euch richtig kommen. So, aber da war auf jeden Fall eine Truhe. Wie konnte ich die denn übersehen? War ich hier noch nicht? Ach stimmt, ich bin noch nicht weitergegangen, ne? Ich komme mal 3. Das nutzen wir aus. Zack, zack, zack. Geh weg. Geh weg. Und das sieht schon wichtig aus. Rotpassage. Wir sagen jetzt irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Nein, aber du bist hier in der Nähe. Ich wäre erstmal für einen Speicherpunkt, aber okay. Nein. Hört doch mal auf damit.
Wir voll auseinanderrennen. Was? Das ist Musik aus Tales of Vesperia, wenn ich mich nicht irre. Ist er nicht? Das ist vom Titelbildschirm aus Slayer 1. Das ist aus Tales of Graces F. Sophies Thema, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Hört sich an wie in Symphonia irgendwas. Was zum Teufel? Was ist das hier für ein Ort? Warum kann ich hier Musik aus anderen Tales aufspielen, abspielen? Was zum... Indigo-Kugel. Natonreis. Gelbe Kugel. Okay, das war nett. Keine Ahnung wieso, aber das war nett. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein und machen den Typen in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.